Hallo, willkommen zu einem neuen Pflanzenvideo. Heute möchte ich euch wieder eine ganz besondere Pflanze vorstellen. Vorab möchte ich noch kurz sagen, es ist hier natürlich mal wieder, wie so oft, Sturm. Ich hoffe, das stört euch nicht, dass der Wind im Hintergrund heult. Ja, kommen wir nun zu diesem guten Stück. Das ist das sogenannte Elefantenohr, allerdings nicht zu verwechseln mit dem Elefantenohr Alocasia. Das ist die Hermanthus albifros und diese Pflanze gehört zu den Amaryllis-Gewächsen. Wir werden nicht zusammen umtopfen. Sie stammt aus Südafrika und ihr seht, schon hier an den kleinen Blättern sind Härchen dran. Also meine Pflanze ist noch nicht so groß, deswegen sage ich kleine Blätter. Die kann nämlich bis zu 30 cm groß werden, also richtig kräftige Blätter. Und was besonders ist oder markant, hier seht ihr schon einen kleinen Fleck auf diesem Blatt, genauso wie hier. Bei dieser Pflanze ist es nämlich so, dass sie einfach gelbe Flecken ausbildet. Und das ist ganz normal, dass die dann halt auf den Blättern sind, also getupfte Blätter. Ihr seht schon, das ist hier eine Zwiebel bzw. Knolle. Wir werden die ganz vorsichtig hier freilegen. Ja, diese Pflanze blüht auch wunderschön. Sie bildet dann meistens von der Seite aus einem Blattverzweigen einen Stiel aus. Der ist relativ fleischig. Und ja, so ungefähr 20-30 cm lang, je nach Größe eurer Pflanze. Und es ist keine richtige Blüte im Sinne von anderen Pflanzen, sondern diese Blüte hat ganz viele kleine weiße Stiele. Und an den Spitzen dieser kleinen Stielchen sind gelbe, ja, Pünktchen, sagen wir mal. Also die Spitzen sind gelb von den Blüten. Also es ist wirklich eine wunderschön interessante Blüte. Hier seht ihr zum Beispiel, wie fleischig die Wurzeln sind. Also richtig toll. Ja, diese Pflanze mag eher so ein ja, lockeres Substrat. Ihr seht das hier mit vielen Steinchen und guter Drainage, ist auch mit Sand gemischt. Ich werde das gleiche Substrat nochmal verwenden, nur noch ein bisschen mehr. Ich werde sie einen besseren Topf geben. Der war nämlich nicht optimal. Ihr seht, der hatte hier keine Löcher. Sie mag nämlich keine Staunässe, allerdings mag diese Pflanze gerne viel Wasser. Also keine Staunässe, allerdings gerne Wasser. Ja, die Pflanze mag auch keine Temperaturen unter 12 Grad. Also sie ist nicht winterhart. Ja, die Vermehrung könnt ihr vornehmen, entweder über Brutzwiebeln. Das heißt, hier würden sich neue kleine Pflanzen oder Ableger bilden. Und die könnt ihr dann einfach entfernen. Das habe ich auch gemacht. Das ist hier so ein Ableger. Oder ich habe auch gehört, dass man die Pflanze die Blätter abschneiden kann, also an der Basis, und dann mit Zimt oder irgendeiner anderen desinfizierenden Substanz versorgen kann, damit die Wunde eben sich nicht infiziert. Und dann kann man diese Blätter einfach in ja, Erde geben. Und dann soll automatisch eine neue Pflanze entstehen. Das habe ich allerdings noch nicht gemacht, deswegen kann ich euch das nicht empfehlen. Hier ist es jetzt wichtig, dass diese Knolle nicht zu sehr eingegraben wird. Also diese Höhe ist jetzt optimal. So werde ich das jetzt lassen und einfach nur auffüllen. Als Standort solltet ihr einen hellen Standort verwenden. Keine direkte Sonne, aber schön hell.
Wenn ihr sie etwas dunkler stellt, das ist auch nicht dramatisch für diese Pflanze. Allerdings wird sie dann ihr Wachstum deutlich verlangsamen. Das heißt, ein hellerer Standort ist umso besser für diese Pflanze. Ja, ihr müsst übrigens diese Pflanze nicht notwendigerweise teilen. Also ich habe diese Pflanze von meiner Schwiegermutter abgeschnitten, von ihrer Pflanze. Sie hat aber eine, da sind noch zwei weitere Ableger dran und die gedeihen zusammen also wirklich gut. Also bei manchen Pflanzen bevorzuge ich das doch, Ableger abzutrennen, dass sie einfach nicht die ganzen Nährstoffe von der Hauptpflanze abnehmen. Aber hier finde ich das eigentlich ganz gut, die dran zu lassen. Jetzt kommt noch das Restsubstrat und dann haben wir es auch schon. Also es ist eine sehr pflegeleichte Pflanze. Ja, die Blüte kommt übrigens von Juli bis Oktober, ungefähr in diesem Zeitraum. Und bisher war es so, dass bei unserer Pflanze nur eine Blüte pro Pflanze tatsächlich war. Und wenn ihr die Blüte anregen wollt, dann solltet ihr darauf achten, dass der Temperaturunterschied zwischen eurer Tages- und Nachttemperatur groß ist. Also ihr müsst nicht, zum Beispiel bei Orchideen sagt man ja, dass sie eine kühlere Periode, zum Beispiel für 2 Wochen oder so, gerne mögen, um die Blütenbildung anzuregen. Aber hier reicht schon einfach, dass es tagsüber deutlich wärmer ist als nachts. Und dann regt es nochmal extra an. Also wir haben das jetzt bei unseren nicht speziell gemacht, beziehungsweise nicht drauf geachtet. Und sie haben eigentlich immer geblüht von alleine. Ja, also ich finde das eine sehr hübsche Pflanze. Die Blätter bleiben auch tatsächlich so gebogen. Also sie richten sich jetzt nicht auf oder sind hoch, sondern sie sind immer runterhängend, paarweise. Ich überlege gerade bei der größeren Pflanze, die wir haben, sind auch nur 2 Blattpaare, aber dafür sind die Blätter wirklich riesig groß. Aber es kommen halt nicht viele Blätter. Also sie bildet nicht viele Blätter, dafür riesige Blätter und halt ganz gut Ableger. Hier ist die übrigens sehr beliebt, diese Pflanze. Ich kannte die vorher gar nicht. Es war Zufall, als meine Schwiegermutter die geschenkt bekommen hat. Und jetzt, seit wir auf diesem Pflanzenmarkt waren, sehe ich die immer und immer wieder. Aber die ist extrem teuer. Habt ihr eine Hermantis bzw. dieses Elefantenohr? Lasst mich das gerne mal in den Kommentaren wissen. Ich hoffe, das Video war informativ für euch. Ihr hattet Spaß, lasst mir gerne einen Kommentar oder Abo da und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!